Yo, Pandas, und willkommen zu einer kleinen weiteren Folge der FIFA 16 Karriere mit VfB Stuttgart. Wir spielen heute gegen Schalke und Bayern hat schon gespielt. 15 Tore jetzt, also ein Tor geschossen, 1-0 gewonnen. Und wir können die heute einholen, wenn wir gut genug gegen Schalke spielen. Aber das wird schwer. Schalke war mit einer der sehr lange ungeschlagene Mannschaften und wir spielen im Schnee. Das werden wir natürlich umändern. Korb wird hier erstmal rausgehen. Dafür spielt mal Schwab. Der will ja unbedingt mal spielen. Bakali. Nee, Kisha muss spielen. Rupp darf mal spielen. Und ja, mehr können wir erstmal nicht machen. Und dann in den Spieleinstellungen gehen wir hier erstmal auf Heiter. So, auf Heiter. So. Das haben wir ja schon letzte Saison abgesprochen gehabt, dass wir auf Schnee nie spielen, weil das einfach in den Augen wehtut. So. Und deswegen starten wir mal ganz schnell einfach in das Spiel rein. Mit dem angeschnittenen Schuss. Ja, verzögerten Schuss eher. Und. Was eigentlich, wenn ich hier jetzt den Angeschnittenen mache? Ah! Der Gegner wurde genau gespielt. Ist auch mal nice. So. Egal. Ja, hier unsere Aufstellung. Ja, die Janik wird übersprungen. Und es ist schöner Sonnenschein. Ist natürlich schon ein bisschen. So extrem ist das jetzt gerade ein bisschen unrealistisch. Im Winter. Aber okay. So. Kisha. Ich glaube, da nehme ich ab jetzt dann eher bewölkt. Und Kisha wird umgerätscht! Alter! Mitten im Pass wird er einfach umgehauen. Aber wie? Und das gibt die gelbe Karte für Mate. Ist das Mate? Ich glaube, das ist Mate, oder? Nee, Aogo. Okay. So, und das gibt jetzt auch den guten Freistoß hier für Touré. Und der haut den Ball daneben. Das gibt es nicht. Ah, verdammt. Okay. Wellenreuter. Er ist hier im Tor. Und da werden wir hoffentlich heute ein paar Tore reinhauen. Und Geis gibt den nächsten Freistoß. Warum jetzt auch immer. Sehr gut, jetzt mal. Jetzt kriegen wir mal ein paar Freistöße hier von Anfang an. So, Rupp. Und bei, und Kischner. Kischner mit dem Ball auf Schwab, Schwab auf Touré. Touré auf Ginczek und Ginczek schießt und macht das 1-0. Perfekt. 8. Minute 1-0 für VfB Stuttgart. Oh mein Gott. Das war wichtig, dass wir hier sehr schnell ein Tor machen. Und auch sehr schnell führen. Und zeigen, ja gut, sehr schnell Tor machen, sehr schnell führen, ist ja eigentlich dasselbe. Und auch zeigen, dass wir hier nicht verlieren wollen und nicht uns die erste Niederlage der Saison einheimsen wollen hier gegen die Schalker. Und Martip da jetzt auf Seysara, der auf Geis und dann wieder Martip. Jetzt Aogo mit der gelben Karte ja schon und Di Santo. Prince, Boateng und Langrack dazwischen bei Choupo-Moting sehr gut und dann Rüdiger. Kaká. Kischna. Kaká und wieder Ginczek. Schade, so nicht, okay. So, Geis, Clemens und der Ball ist im Aus. Einwurf für uns. Nimmt alles Zeit weg, nimmt alles Zeit weg. Das ist sehr gut und Touré, Kaká und Ginczek jetzt auf Insua. Insua auf Touré. Touré auf Ginczek und Ginczek schießt einfach mal. Und der Ball fliegt gegen die Latte, Alter. Oh mein Gott, wäre der Ball jetzt auch wieder reingeflogen. Ey. Also ich hätte sehr gefeiert. Und ich glaube, Schalke hätte über einen Torwartwechsel nachgedacht. Aber wir wissen ja gar nicht, warum hier jetzt Wellenreuter spielt. Es könnte sein, dass sich natürlich Fährmann verletzt hat. Weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass Fährmann ersetzt wird für Wellenreuter. Könnte ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. Wir sind immer noch die beste Abwehr in der Liga, aber zusammen mit Bayern, die haben auch in den letzten beiden Spielen kein Gegentor bekommen. Also in diesem Spiel hier auch nicht. Das heißt, wir dürfen hier auch keins bekommen, wenn wir weiterhin in der besten Abwehr sein wollen. Aber das ist mir relativ egal, solange wir gewinnen und das hoch genug, sodass wir an Bayern vorbeiziehen. Aber Bayern, Leverkusen und auch wir halten uns weiterhin wacker. Alle drei Vereine und immer noch ungeschlagen. Alle drei. So, und Kostic jetzt auf Ginczek. Ginczek auf Touré und Touré auf niemanden. Auf Ginczek jetzt. So, Ginczek. Wird da gefoult, das gibt es nicht. Wie viele Fouls wollt ihr denn hier noch machen? Nächste gelbe Karte. Oh Mann. Oh, mein Hals ist trocken. Seysara kriegt die nächste gelbe Karte. Ich muss mal ganz schnell was trinken.
Weil wegen, das ist ja jetzt schon das nächste Video, was ich aufnehme. Ich bin ja gerade am Vorproduzieren. So Leute, und ich habe in der ganzen Zeit jetzt kein bisschen was getrunken. Ein Schluck musste da mal schnell rein und wir versuchen es einfach mal aus dem Winkel und oh mein Gott, viel zu stark, das gibt es nicht. So. Okay. Wellenreuter jetzt. Mit dem Ball direkt auf Di Santo und Ginter. Di Santo köpft den Ball bis nach Matip zurück. Saisara, Prince und wieder Matip. Aogo. Beide Außenverteidiger jetzt mit gelber Karte bestückt. Kann sich natürlich für uns positiv auswenden, wenn einer von den beiden mal gelb-rot bekommen sollte. Oder wenn sie sich entscheiden, die für schlechtere auswechseln. Und Choupo-Moting macht das 1 zu 1. Verdammt, okay. So, Kischner. Grob. Kaká. Ja, Mann. Ja, jetzt auch noch bei Schalke. Also, Schalke kauft da immer sehr gut ein. Aber woher die das Geld haben, weiß keiner. So, Langrack, sehr gut. Kischner. Touré. Grob. Di Santo. Choupo-Moting. Clemens Langrack hält den Ball sehr gut. Oh mein Gott. So. Touré und Kaká. Kaká auf Kischner und Kischner. Ja. Ja, was macht er mit dem Ball? Legt den Ball weiter auf Ginczek. Okay. Und Ginczek fehlt jetzt natürlich in der Mitte. Deswegen kann er da selber nicht hinflanken. Das gibt es nicht. So. Ball jetzt auf Rupp. Und Rupp. Rupp schießt einfach mal aus der Entfernung. Und Wellenreuter muss den Ball sogar abprallen lassen. Okay. Hätte Wellenreuter eigentlich sicher haben müssen. Aber okay. So, Kostic springt den Ball rein. Oder eher raus auf Kischner. Und Kischner schießt aus der Entfernung. Wellenreuter hält. Und nächste Ecke. So. Und Kostic diesmal bringt den Ball rein. Und da wirklich rein auf Rüdiger. Und Matip ist dann da. Und Wellenreuter grätscht den Ball Matip weg. Das. Hä? Alter. So, und Touré. Gibt den Freischuss für uns. Alter. Was ist das denn jetzt gerade hier? Kostic springt den Ball jetzt wieder rein. Und da ist dann Bakali. Nee, Kischner. Stimmt, Kischner spielt ja und macht das 2 zu 1. Alles klar. Nicht mehr der beste Verein in der Abwehr, aber das wird sich noch legen. Ist trotzdem nur 6 Gegentore. Ist noch okay. Aber wir sind wieder einigermaßen daran, hier Bayern zu ärgern und an ihnen vorbeizuziehen. So, Bayern hat nämlich jetzt zwar noch in der Tordifferenz ein Tor mehr, aber wir natürlich hier noch alles offen, noch jede Menge Chancen vielleicht. Hoffen wir es zumindest mal. Und Touré hier mit dem Ball zur Halbzeit und Dortmund führt 1-0 und Leverkusen auch 1-0, ja, gegen Leipzig. Ja, war klar, dass sie da auch sich die Blöße geben werden. Und Choupo-Moting auf Matip. Matip auf Hermann. Und Saisara legt den Ball sehr hoch hier. Und dann ist da Clemens. Und ich komme da nicht dran. Und dann ist der Ball geflankt. Und die Santo hat den Ball. Und dann Touré. Sehr gut. Da konnte ich jetzt einfach nicht rangehen an Clemens. Das hätte fast alles wahrscheinlich in einem Elfmeter geendet. So, Prince. Sehr gut. Ginczek, von Ginczek dazwischen. Und jetzt Touré legt den Ball auf Rupp auf Kostic. Und Kostic mit dem Ball dann erstmal am Verwalten. Okay. Und dann Kostic läuft nach innen, zieht ab, aber direkt auf Wellenreuter. Also so kann das nichts werden. Aber es geht ja aber noch weiter. Ginter, Kaká. Und jetzt Kostic. Ginczek. Aogo, das ist, ne. Okay, Clemens. Prince und Choupo-Moting. Di Santo. Clemens und wieder Schwab. Touré. Kaká. Und Kischner. Kischner auf Touré. Touré auf Kaká. Kaká auf Kostic und Kostic. Ah, das gibt es nicht. Okay.
So, Choupo-Moting, Di Santo und oh mein Gott, ja, gut, dass Lengwerk da rausläuft. Haut den Ball weg, 60. Minute, 2:1 hier noch weiterhin. Und Nastasic. Choupo-Moting, Di Santo und Rüdiger, sehr gut. Kischner, Rupp, Kaká, Ginczek. Ah, Clemens. Clemens auf Choupo-Moting. Choupo-Moting auf Rüdiger. Rüdiger auf Rupp. Rupp auf Schwab. Und jetzt Nastasic wieder. Choupo-Moting. Insuma mit dem Ball weg. Rupp und dann Kaká. Sehr gut. Legt den Ball auf Kostic. Kaká und wieder Ginczek. Okay, Ginczek. Ginczek. Was macht er mit dem Ball? Ich weiß es nicht. Er macht irgendwie gar nichts mit dem Ball, legt den Ball dann auf Kaká und Kaká hier auf Schwab. Schwab. Ah, das gibt es nicht. Choupo-Moting. Rupp. Alter. Hilfe. Wir brauchen noch ein Tor. Wir wollen doch auf dem zweiten wenigstens fallen. Und was heißt hier fallen? Springen natürlich. Und Schalke macht eher das 2:2. Das gibt es nicht. In der 71. Minute. So. Kischner, wir wechseln jetzt erstmal aus hier. Also, Bakali kommt rein, Bakamu kommt rein und Maxim kommt rein. So die typischen Wechsel. So. Okay, Clemens. Nastasic und Ayhan. Ayhan. Ah. Behält hier relativ gut den Ball, legt den Ball auf Clemens, dann auf Nastasic. Und dann ist hier Nastasic weiterhin am Ball. Legt den Ball wieder auf Geis, Geis auf Nastasic und Clemens. Und dann ist sehr gut Rüdiger da. Ginter und Touré. Touré auf Insua. Kostic. Ja, Kaká, sehr gut. Als nächstes spielt dann auch Schalke wieder gegen Dortmund im Revierderby. Wie schon in dem im deutschen Pokal. Und danach glaube ich dann gegen Leverkusen. Also wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, spielt Leverkusen immer zwei Spiele nach. Spielt erst Dortmund gegen den Gegner nach uns. Und dann spielt Leverkusen gegen den Spieler, gegen den Verein, der vor zwei Spieltagen gegen uns gespielt hat, so gesehen. So, Rupp. Ah, Mist. So, Ginter. Und jetzt Kaká. Ginczek. Nee, so nicht. Rupp jetzt. Und Rupp dreht sich einmal. Legt den Ball dann auf Kischner. Und Kischner legt den Ball auf Schwab. Kischner halt immer noch nicht ausgewechselt. 86. Minute. Alter. Und Hermann wieder hier am Ball jetzt. Und das ist es halt wieder. Die Wechsel kommen einfach nicht zustande. Ich wechsle zur 71. Minute. Setze ich die Wechsel an. Und es sind dann einfach irgendwie 90 Minuten noch durch. Durchgeht nur noch. Und dann kommen unsere Spieler gar nicht rein. Das ist immer... Eine Minute Nachspielzeit auch noch. Ja, wahrscheinlich. Und jetzt Clemens hier einfach nur noch auf Zeit am Spielen. Und dann ist das Spiel vorbei. Und wir spielen unentschieden. Und noch schlimmer, ich habe einfach kein einziges Mal gewechselt, Alter. Oh mein Gott, Dortmund gewinnt. Bayer Leverkusen gewinnt auch. War ja klar. Und wir können jetzt nochmal richtig runterfallen hier. Auf den dritten Platz bleiben wir aber. Okay, sehr gut. Meine Gruppe möchte mehr Gehalt, also das ist immer so geil. Die Spieler spielen zweimal und auf einmal sagen sie, ja, wir leisten doch so viel für die Mannschaft. Okay, im Training Kischner verbessert sich, Bakali verbessert sich und Frey Martin verbessert sich auch noch, aber keiner kommt auf eine höhere Zahl. Okay, und Bayern, Leverkusen und Co. Das ist, naja. Deutschland möchte unsere... Okay, Insua muss also den Verein verlassen, okay. Und
Deutschland möchte uns als Nationaltrainer haben. Sollen wir Deutschland annehmen? Schreibt es mir in die Kommentare. Das wäre so der einzige Verein, den, wo ich so sagen würde, ja, den kann man annehmen. Weil sonst wüsste ich jetzt nicht unbedingt, warum wir da jemanden nehmen sollen. So Hits können wir hier mal trainieren. Den 18-Jährigen. Der ist da doch vielleicht ein bisschen besser, dann nochmal einzusetzen. Und er verbessert sich auch gleich in beiden sehr gut. Polonia auch in Abfang wieder. Frey, glaube ich, in faire Zweikämpfe verbessert. Also Frey ist schon richtig stark. Das freut mich richtig. Und jetzt spielen wir hier gegen Hertha. Bartlett möchte spielen. Aber wir spielen jetzt erstmal gegen Hertha und danach gegen Zenit. Und da darf er dann wieder spielen. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und sage mir dann einfach bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Euer Mr. Panda.